Ja, hallo und willkommen zum neuen Vlog. Da ich ja massiv, also ich lade gerade noch den letzten hoch, fange jetzt aber den neuen an. Da ich ja massiv gedroppt bin durch diesen Wahnsinns-Mai-Ende, nur noch 9.046 Lots und 218.545 Items, mache ich ausnahmsweise mal einen Nachmittagspartout. Das mache ich sonst nie. Ich bin aber alleine zu Hause, habe gleich noch Spätdienst und habe mir jetzt sechsmal hier das Set gepackt, die 76260. Ich weiß, das hat nicht viele Teile, einfach nur diese beiden Brickbuild-Motorräder. Was ich jetzt zuerst machen muss, ich muss einmal in den Keller gehen, weil auch von den Minifiguren möchte ich mir hier zwei zurücklegen. Und meine beiden Minifigurenkisten, die ich hier habe, sind voll. Ich hoffe, ich habe noch eine von den Kisten im Keller, ich glaube aber schon. Und danach parte ich das ausnahmsweise mal hier aus, gucke mir dabei ein paar YouTube-Videos an oder quatsche ein bisschen im Discord. Wir werden es mal sehen. Und dann mal gucken, wie weit wir damit kommen. Auch die Umbautarbeiten, ob wir in dem Vlog schon weiterkommen. Das Regal hier soll ja auch noch irgendwann weg, damit wir hier die Kleinteile-Magazine weiter hochbauen können. Und am Ende vom letzten Vlog hatte ich ja die Idee, die vier roten Magazine nicht runter in den Sortierbereich zu nehmen, sondern mit den vier roten Magazinen hier rechts daneben den Strahler woanders hinpacken und da könnte ich zum Beispiel den Strahler vielleicht gut da hinten in die Ecke packen oder so, muss ich mal gucken. Aber dann da an dem Holzbrett, was da noch rausguckt, diese USB-Platte, dass ich dann da anfange, schon mal die vier Magazine da festmachen und gucken, dass da der Gebrauchtbereich erweitert wird, weil Gebrauch geht in letzter Zeit richtig gut. Und ich glaube auch, dass ich so viel auf Gebrauch gewechselt bin, war einer der Gründe für die vielen Bestellungen. Ja, und jetzt sind wir einmal hier unten. Hier ist ja auch noch, hier ist noch ein ganzes Konvolut. Da sind noch vier Adventskalender, viermal das große Monkey Kids Set, Space Sets, Postkarten und so weiter. Noch einige Sachen auch vorsortiert an gebrauchten Sachen aus meinem alten Sortierbereich hier und vor allem auch eine Menge Chaos. Deswegen ich jetzt hier unten bin, war ich wollte gucken, ob ich noch eine Kiste finde für die Minifiguren, um sie weiter sammeln zu können. Das ist ja der Sortierbereich, den ich nutze. Im Moment die Magazine, die hier unten sind, sind auch alle beschriftet, aber ihr seht ja hier schon, da habe ich noch eine Reihe Schubladen frei. Hier sind noch zwei Reihen Schubladen frei und hier auch. Ich weiß, da wird jetzt wieder viel flackern, deswegen mache ich den Clip kurz und da, perfekt. Da ist doch eine Kiste, die ich dafür nutzen kann. Muss ich nur noch einen Deckel für finden. Der liegt da. Und dann haben wir doch schon die nächste Kiste für Minifiguren und können nach oben gehen und ausparken. So, das Ausparten hat jetzt länger gedauert als gedacht, aber ich habe es soweit fertig. Mein Sohnemann und ein Kumpel wollten gerade eine Runde Basketball mit mir spielen. Das heißt, da war das Part-Outen unterbrochen. Von den Figuren, je zwei Stück, fangen wir dann die neue Kiste jetzt auf jeden Fall an. Dass wir dann schon mal die dritte auf jeden Fall voll kriegen. Beim Captain America für eBay, also. Normal verkaufe ich auch auf eBay die Figuren meistens ohne Zubehör, wobei die meisten Händler das ja mit Zubehör machen. Aber ich finde, ein Captain America ohne sein Schild ist kein Captain America. Das heißt, der kriegt sein Schild dabei. Muss ich dann natürlich gleich in der Datei anpassen, dass ich auch zwei Schilde mit rausgenommen habe. Und jetzt haben wir 17 Uhr. Im Moment haben wir wenig abends zu tun. Da reicht es, wenn ich um 17:30 Uhr zum Spätdienst war. Oder 17:05 Uhr haben wir und dann in den 25 Minuten schaffe ich das Set wegzupacken. Das hat ja nicht viele Lots. Wir können uns das ja hier einmal ansehen. Die Brickstore-Datei habe ich schon fertig. 49 Lots hat es und ich gehe davon aus, dass ich eine Menge davon habe. Genau, 11 Lots sind nur neu, inklusive der Minifiguren. Das machen wir 4 raus, das machen wir 4 raus. Und dann müssen wir uns bei Dark Blue Gray das Schild auf 4 umändern. So, ansonsten sind alle Teile mit dabei. Und was ist denn so neu? Ja, jetzt nicht so die interessanten Teile. Also das Set bringt wirklich nur ein bisschen Quantity dabei. Und die Dinger werden sich wahrscheinlich schnell verkaufen. Das ist immer so. Sieht man hier auch schon. 786 angeboten, 321 verkauft. Das ist beinahe 50%. Die Flat Silver Dinger verkaufen sich auch immer relativ schnell. Na gut, müssen wir mal gucken, was es gibt. Aber es ist ein Upload von 780 Teilen. Es war super schnell gemacht und die Sachen sind weg. Und die Minifiguren sind neu. Das ist auch schon mal wichtig. Haar Marvel ist da. Da packe ich die mit rein, weil ich möchte ja gerade jetzt auch in letzter oder nächster Zeit und habe in letzter Zeit mich mehr auf Minifiguren konzentriert und deswegen.
explizit Sets gekauft, die viele Figuren haben. Und das ist auch, denke ich, einer der Gründe, warum das so gut funktioniert bei mir im Moment. Tatsächlich ausgepartet habe ich keine der Figuren. Einfach, weil der Captain America hat plain Beine und ja, finde ich jetzt auch den Kopf, außer für ihn kann man den halt kaum benutzen. Außer vielleicht für so Army-gemockte Figuren oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber ich lasse ihn jetzt zusammen. Und bei Black Widow tatsächlich, die habe ich in der Vergangenheit schon mal ausgepartet, weil sie eine Zeit lang in der Form auch wirklich in einigen Sets vorkam oder in sehr ähnlicher Form. Wir sehen ja jetzt, sie ist exklusiv. Aber es gibt halt andere Figuren, die wirklich sehr, sehr ähnlich aus waren. Und dann hatte ich die mal in so Polybags oder was in der Vergangenheit auch schon mal ausgepartet. Ich lasse jetzt zusammen, habe nicht groß drüber nachgedacht. Dark Blue Jumper sind neu, die verkaufen sich auch ständig, bei mir zumindest. Wobei das Verhältnis hier tatsächlich relativ niedrig ist, 266.000 zu 29.000. Aber gut, ich quatsche schon wieder zu lange. Wir laden das Set eben hoch, dann machen wir den Spätdienst und vielleicht nehme ich dann heute Abend noch mit meiner Frau was gemeinsam auseinander. Vielleicht die Speed Champions, Ninjago Set, irgendwas finden wir schon, ist noch genug vorhanden. Ja, der Upload ging dann wirklich, wirklich schnell. Kleiner Upload, wenig neue Lots. 780 Items, 49 Lots für insgesamt 106 Euro. Und ja, leider nur 11 neue Lots. Aber wie gesagt, das war ein Set. Das habe ich einfach mitgekauft, weil es zu einem guten Preis da war. Das Part-Out-Value wusste ich vorher, war nicht überragend. Die Lots waren auch nicht überragend neu. Aber das war genau für so Momente wie jetzt gekauft. Also ich kann bei meiner Store-Größe nicht nur noch nach Part-Out-Value und neuen Lots schauen. Natürlich ist das auch wichtig. Aber das war genauso für Momente wie jetzt. Frau und Kinder sind unterwegs. Leon ist gerade mit seinem Kumpel gerade Richtung Bahnhof los. Die fahren noch woanders hin. Und ich habe noch dann zwei Stündchen oder eine Stunde, anderthalb Zeit zwischen verschiedenen anderen Projekten. Projekt Spätdienst, haha. Aber dafür sind solche kleinen Sets dann natürlich super. Ich habe jetzt dann noch 6-mal die Anleitung, die ich einscannen kann. Das gibt dann ja noch ein paar VIP-Punkte. Und genau, das wäre dann jetzt alles. Ich synchronisiere jetzt. Ich glaube, wir haben eine Bestellung erhalten. Wo ist denn hier mein Lapi Pro? Da ist es doch. Ich meine, vorhin hat beim Handy was aufgeleuchtet. Ja, ja, guck mal. 9 Artikel, 5 Lots. Das, denke ich, kann ich auch noch eben packen vor dem Spätdienst. So viel Zeit haben wir noch. Und dann macht sich das doch auch noch auf den Weg. Hier ist das gleiche Problem, was ich vorhin hatte. Diesen Kopf hat der Kunde 2-mal bestellt. Und er ist wieder nur einmal da. Das hatte ich vorhin an dem Fach auch schon. Jetzt bin ich mal durchgegangen. Zum Beispiel der hier soll auch noch 2-mal da sein. Der Kopf ist aber auch nur einmal da. Ich habe jetzt mal alle Teile da rausgemacht. Die Leimhosen sollen 12-mal da sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne, die sind 12-mal da. Okay. Die Haare sind 2-mal da, der Kopf soll 2-mal da sein, der ist auch 2-mal da. Der Kopf soll 5-mal da sein. Was ist das für eine Farbe? Reddish Brown. Das sieht für mich nicht nach 5-mal aus. Da ist sie 3-mal. Okay, 4-mal. Vielleicht haben wir sie doch 5-mal. Hier ist auf jeden Fall in dem Fach ist irgendwas schief gegangen. Sie ist nämlich, der Kopf ist nämlich auch nur 4-mal da. Das heißt, wahrscheinlich hatte ich irgendwann mal eine Bestellung, wo manche dieser Köpfe, der ist 2-mal da, den habe ich eben gesehen. Der ist 1-mal da, das passt auch. Ich gehe davon aus, dass ich irgendwann mal eine Bestellung hatte, wo Teile aus dem Fach gekauft wurden. Und warum auch immer hat er sie nicht richtig raussynchronisiert, weil das sind Teile, die gebe ich ja nicht extra raus. Der Kopf mit der Brille hier soll 2-mal da sein. Ja, ist 2-mal da, okay. Der böse guckende Kopf hier.
Ach Leute, das ist mir bisher noch nicht passiert, aber mir ist das jetzt aufgefallen, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich Teil eine Bestellung aus diesem Fach habe und mir fehlt eins. Und das ärgert einen natürlich, das möchte man natürlich nicht. Muss ich hier einmal gucken, ob wir sie hier haben. Das ist sie nicht. Das ist sie auch nicht, weil den Kopf sehe ich zum Beispiel gar nicht mehr. Nicht, dass der dann zweimal verkauft wurde und hier gar nicht mehr drin ist. Das kann ja nicht sein. Und ich versuche von der gleichen Farbe wenige da zu haben. Aber zum Beispiel dieser Kopf hier, welche Farbe soll der sein? Ach, das ist Medium Nougat. Okay, das ist immer auf den Bildern so schwer zu erkennen hier. Ich glaube, das ist sie. Ja, okay, sie ist zweimal da. Er sollte ja leicht zu finden sein. Okay, er ist auch zweimal da, das stimmt. Dann hier die Sonnenbrille soll auch zweimal da sein. Und das soll in Medium 10 mit der Sonnenbrille. Der ist nämlich auch nur einmal in dem Fach hier. Seht ihr? Da ist garantiert irgendwann mal eine Bestellung gewesen. Eins ändern. Weil das kann ja nicht sein. Gucken wir uns den noch einmal an. Sonst habe ich ja jedes. Also das ist jetzt. Okay. Nee, das ist auch ein anderer. Ich gehe mal durch. Okay, der Rest in diesem Fach ist tatsächlich richtig. Genau. Allerdings muss ich von dem Torso gleich einen refunden, weil den habe ich definitiv nur einmal hier drin. Und ja, drei andere Sachen musste ich auch noch rauslöschen. Und da darf ich jetzt nicht vergessen, dass ich jetzt, habe ich die rausgelöscht, dass ich dann hier einmal synchronisiere. Also ich gehe auf BL Master On und BL Master Off. Kann natürlich sein, dass diese Köpfe mal verkauft wurden, und das sind ja Programme, mit denen ich arbeite, und warum auch immer hat er sie dann bei BrickOwl nicht rausgelöscht, weswegen sie jetzt noch im Angebot waren. Passiert mir wirklich selten, aber das war mit dem Fach 1901 hier, und das sind alles Teile aus dem Tischkicker-Set. Da vermute ich einfach wirklich mal, dass da irgendwer Figurenteile aus dem Tischkicker mal bestellt hat auf einer der beiden Plattformen, und diese eine Bestellung wurde nicht synchronisiert. Weil die Teile, bei denen mir das jetzt vorkam, sind alles Minifigurenteile aus dem Tischkicker, die ich sonst, ja, ich weiß ja, in welcher Menge ich das ausgepartet habe. Und jetzt haben wir noch hier eine Sora, da muss ich dann wieder mal drauf gucken. Das ist die Figur, Gott, wo steht denn hier auf BrickOwl ihre Nummer? Ach, die hat eine andere Nummer, ne? Oh Gott. Ah, okay, kriegen wir dann noch so raus, welche die richtige ist. Ist auf jeden Fall nicht die mit den Kopfhörern, sondern mit diesem kleinen Bandana da. Diese hier ist es. 855, goldene Arm, genau. Das heißt, wir brauchen noch eine zweite 855er. Das ist die 845, 875. Ich habe in letzter Zeit viele Sets ausgepartet, wo Sora drin ist. Da ist die 855 ein zweites Mal. Die hat er zweimal genommen. Und dann haben wir noch zu guter Letzt aus SD0205 dieses Bright Pink Gehirnteil. Da hat mich mal einer aus einem anderen internationalen Land angeschrieben, dass er die gerne bei mir kaufen würde. Aber ich habe ja nicht immer meinen internationalen Versand an. Und dann hoffe ich mal, dass davon drei Stück da sind. Eins. Ja, die sind alle da. Ich kriege jetzt langsam Angst, weil durch die vielen Bestellungen ja wirklich mal so kleine Bestandsfehler auftauchen. Vielleicht sollte ich wirklich mal so eine kleine Art Inventur machen. Aber das ist jetzt die ganze Bestellung. Zwei Figuren und ein paar Köpfe. Und wie gesagt, dieser eine Kopf hier muss ich ihm dann ersetzen, anschreiben. Das tut mir sehr leid, falls du die Videos siehst. Aber ja, den kann ich leider auch nicht woanders herzaubern. Ich glaube nicht, dass ich ein Set habe, wo ich den eben rausnehmen könnte. Ja, da sind wir am nächsten Tag. Wir haben Montag, ne? Montag, kurz vor 17 Uhr. Ich bin alleine zu Hause nach Feierabend. Hab die Gunst der Stunde und die Zeit genutzt. Bestellungen haben wir drei zu packen. 35 Lots, das kriegen wir wohl hin.
Und weil sich so viele Analysevideos gewünscht wurden und ich demnächst auch mit dem, vielleicht wenn der Blog kommt, haben wir es schon gemacht, mit dem lieben Kollegen von Heidelbricks gemeinsam so ein Analysevideo machen wollte, habe ich einfach mal hier über den Speed Champion gesprochen. Der sieht ja auf allen Seiten, die das Part-out Value anzeigen, steht er zwischen 4,0 und 4,4, je nach Preis. Da bin ich dann noch mal ein bisschen drauf eingegangen, halt, warum das halt nicht so ist. Das sind ja manchmal solche kleinen ich will es nicht Fake nennen, aber der Wert ist halt umso verfälschter, umso mehr neue Teile da in so ein Set immer drin sind. Aber gut, guckt euch das Video gerne an. Viele mögen das, ich habe ja schon oft gesagt, das sind sehr beliebte Videos bei einer kleinen Gruppe, natürlich nicht für die breite Masse, machen mir natürlich nicht so viel Spaß wie hier Vlogs, Bestellungen packen, Sachen hochladen und so weiter und so fort. Aber es wurde sich mal wieder gewünscht, ich habe es gemacht. Ich fahre jetzt den Laptop hoch, packe die drei Bestellungen, zwei Bestellungen auch von Stammkunden dabei, ein Neukunde. Und eine Bestellung, die letzte, kriegen wir tatsächlich auch so eben ohne den Laptop gepackt. Wo sind sie denn? Pickliste. Ein Artikel, ein Lot, eine Schublade. Jetzt starten HCMF3, einer von den Astronauten. CMF3 ist hier. Das war schwer. Erste Bestellung fertig. Bis gleich. Darf ich jetzt einfach mal, weil ich davon ja noch einige übrig habe und man die Figur ja so zusammenbasteln muss, so eine Anleitung mit reingepackt, dann kommt noch mein Kärtchen mit rein und dann, ja, jede Bestellung zählt und wenn es nur eine Minifigur ist, gar kein Problem, auch das wird natürlich geliefert. Vielen lieben Dank dafür, falls du die Videos sehen solltest und ja, viel Spaß mit der Figur. Ist auch eine wirklich coole Figur. Ja, und dann die nächste Bestellung, die wir packen, ist wieder eine, die über mehrere Batches ging. Da hat er auch geschrieben, gerne einen Zipbeutel verpacken, gar kein Problem. Der liebe Martin mal wieder, der gerne bei mir über diese, er wählt dann IBAN aus und dann kann er natürlich, bis er bezahlt und immer wieder Sachen hinzufügen, was ja auch in Ordnung ist, immer solange wir das absprechen, ist alles gut. Er hat diesmal insgesamt in allen seinen Batches, die er gepackt hat, 158 Artikel und 30 Lots. Und beim letzten Mal ging ja was schief und da habe ich ja noch gesagt, nächste Mal oder diesmal packe ich die Bestellung sofort, damit ich halt nicht wieder irgendwas rumräume in den 7 bis 10 Tagen, in denen er sammelt und das dann verloren geht, weil die Remarks nicht aktualisiert werden. Und was habe ich natürlich gemacht? Ich habe es natürlich nicht gemacht. Ich hoffe, weil es letzte Mal schon so peinlich war, geht gut los. Im ersten Fach sind die Steine schon mal drin. Dass hier jetzt kein Fehler drin ist, aber wir packen die Sachen mal zusammen. Er hat mir am Anfang geschrieben, er bestellt da diesmal Teile gar nicht alle für sich selber, sondern ein Freund von ihm baut so ein kleines Army-Diorama und er bestellt dann für einen Freund mit, der gar nicht selber auf Bildschirm drauf ist und das ist doch cool. Ich hoffe jetzt einfach nur, es waren einfach so viele Bestellungen, ihr habt ja meine letzten Videos gesehen, ich kam ja gar nicht mehr mit dem Packen hinterher, dass hier jetzt nicht wieder ein Fehler drin ist. Also ich hatte jetzt in den letzten Tagen immer mal wieder kleine, aber feine Inventarfehler, die mir auf gut Deutsch so auf den Nerv gehen. Das macht einfach keinen Spaß. Und ich habe schon vorhin scherzweise zu mir selber gesagt, wenn ich jetzt heute in den Bestellungen oder in den nächsten Tagen weiterhin immer wieder solche Fehler habe, dass ich dann einmal eine komplette Inventur mache. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nochmal 4 sind 10. Aber ich hoffe einfach mal, dass alles da ist. Stand jetzt sieht es ja auch gut aus. Guck mal, die ersten, wie weit sind wir vom Lot-Count her? 3 von 30, also ein Zehntel ist schon mal im richtigen Fach. Ich packe mal die Bestellung weiter. Danke nochmal für die Bestellung, mein Lieber. Und dann sehen wir uns gleich mit der kompletten Video. Das ist ja ein Träumchen, Freunde. Ist das ein Träumchen? 19 Sekunden pro Lot. 10 Minuten für die Bestellung gebraucht und es war alles sofort da, wo ich es haben wollte. Das heißt, ich muss den Store doch noch nicht schließen. ja, schöne Bestellung, ein paar Hinges, viel grün, Plates, hier diese Micro- oder Nano-Figuren, ein bisschen was Durchsichtiges, ein paar Lots ausverkauft. Ja, freut mich auf jeden Fall sehr. Die kann ich mit denen zusammenpacken. Ich packe sie natürlich in den Zipbeutel ein, selbstverständlich. Ja, nochmal vielen Dank, obwohl in deiner letzten Bestellung, dass mir da Teile verloren gegangen sind, dass du weiterhin das Vertrauen hattest, nochmal bei mir zu bestellen. Das freut mich natürlich sehr. Und natürlich komme ich deinem Wunsch nach und packe das in den Zipbeutel ein. Ist doch selbstverständlich. Auch da, ich recycle gerne, Freunde. Aber
Natürlich, bevor ihr Sachen, die ich in die alten Tüten einschweiße, dann die alten Tüten wegschweißt, aber dann ihr solche Zipbeutel selber für euch noch weiter verwenden könnt, schreibt mir das gerne, dann schweiße ich das nicht mit meinem Folienschweißer in alte Tüten rein, sondern wenn ihr sagt, ich benutze hier diese Druckschlussbeutel, Zipbeutel, was auch immer, um meine Steine selber zwischenzulagern, dann schicke ich euch die natürlich da drin sehr, 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 sehr gerne. Aber als Kompromiss für mich, um mein Gewissen zu beruhigen, werde ich das auf jeden Fall in einen recycelten Karton packen. Ich tüte das mal ein und dann packen wir das zusammen ein. Ja, und dann für mein gutes Gewissen, zack, in einem wunderschönen Star Wars Battle Pack Karton. Da fällt mir gerade ein, ich war vorhin bei Post, ich habe die Kartons noch im Auto, aber davon habe ich noch mal ein paar nachbestellt. Ich weiß nicht wie viele, ich glaube 3, 4, 5. Höchstens 5. Mehr als 5 auf jeden Fall nicht. Aber ich finde, die Dinger eignen sich wunderbar als Versandkarton. Und wenn hier, gönn dir mal ein paar Gummibärchen, ne, für deine 7. Bestellung. Und wenn du deinem Kumpel seine Teile für sein Diorama bringst, gibt es ihm noch schöne Grüße von mir und auch noch eine Tüte dabei. Ja, und dann nochmal vielen Dank weiter für das Vertrauen. Trotz Fehler, die ich zwischendurch mal mache, ich bin nicht perfekt. Und die Bestellung macht sich auf den Weg. Und dann packe ich jetzt noch die letzte des Tages. Und dann sollte auch gleich die Familie nach Hause kommen. Und dann gibt's Abendbrot. Lecker, lecker, lecker. Ja, das ist doch wieder schön. Da geht gerade das Tor, wo die Familie kommt um die Ecke. Aber die eine Bestellung packe ich jetzt noch. 4 Lots, 15 Items. Kriegen wir noch hin. Auch absoluter Stammkunde von mir. Und zwar der liebe Björn, seine 6. Bestellung bei mir. Ich wollte gerade sagen, eine Nachricht war nicht dabei. Das ist die Invoice. Er hat auch über IBAN bezahlt. Und hoffen wir mal, dass hier auch alles da ist. Oh, 3 M-Trons. Da sind die hin. Ich habe mich letztes Mal schon gewundert, als ich geguckt habe in meinen eigenen Store, wo meine ganzen M-Trons sind. Aber ja, er hat sie alle rausgekauft. Und dann noch ein paar andere Teile. Die packe ich eben. Oder das können wir eigentlich eben zusammenpacken, bis die Jungs drin sind, oder? Für den Björn einmal 0435. 4 Stück von den Slots. 1, 2, 3 und 4. Es wird langsam dunkel. Kaum kommt die Familie durchs Flügeltor, wird es hier dunkel. Was ist da denn los? T0203. Das ist auch was ihr selten in meinen Videos seht, weil da packe ich Teile rein, die sich nicht so häufig verkaufen, weil das hier etwas ungünstig zu öffnende Dinger sind. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Aber trotzdem gut, da kommt dann sowas hier rein. Und dann haben wir U0269. Da können wir auch nochmal den Clip kurz nutzen, weil die Jungs jetzt da sind. Und auch nochmal uns ansehen, wie das denn so aussieht, wenn wir was Gebrauchtes rauspacken. 0269 ist das letzte Magazin. Das heißt, diese gebrauchten Magazine muss ich mir immer hier rausziehen. Da ist die 69. Dann sollen 2 von diesen gestickerten Dinger da drin sein. Da ist 1. Und da ist Nummer 2 gebraucht. Ja, das ist die ganze Bestellung. 22 Sekunden pro Lot. Aber nur 1 Minute 28 Sekunden. Also es kommt nicht immer auf die Zeit pro Lot an. Weil die Bestellung hier bringt mir dann genauso viel Umsatz durch die Minifiguren. Mehr Umsatz wie manche Bestellungen, für die ich 20 Minuten brauche. Deswegen ist das immer auch so schwer auszurechnen. Aber nochmal vielen lieben Dank und macht sich auch auf den Weg. Ja, jetzt haben wir immer noch Montag, 19 Uhr und 10 Minuten. Kinder gehen jetzt gerade ins Bett. Eine Bestellung kam noch rein, 119 Items, 27 Lots. Die packe ich jetzt noch auf die Schnelle. Danach wollte ich die Anleitungen noch einscannen, dass ich die Punkte bekomme. Danach kommen die in die Kiste. Ich habe noch aus dem Auto die Allzeitkartons reingeholt, aber da sind alles nur Sets drin, bis auf ein Harry Potter Set, die ich schon mal ausgepartet habe. Das heißt, ich kann mich erstmal um die anderen Sachen kümmern und stelle die dann erstmal zur Seite. Und vielleicht parte ich dann heute Abend noch was aus. Das überlege ich mir dann gleich noch. Aber erstmal geht es an diese 27 Lots. Das sollte ja relativ zügig gehen. So, die Bestellung ist gepackt. Und mal wieder so ein Punkt, wo ich nicht weiß, wo es mir mein Inventar gecrasht hat. Aber von denen hier hat er, also es sind 2x10 Plates in Rot, davon hat er 10 Stück gekauft. Ich habe nur 8. Ich lege ihm jetzt, ich erstatte ihm natürlich die 2 und lege ihm 3 Gebrauchte dabei, die noch sehr gut aussehen.
Kriegt er natürlich eine Nachricht, dass er da die 215 Cent zurückbekommt oder was das auch immer war. Das ist immer wieder an dem Punkt. Und die 10, die er gekauft hat, sind nicht mal alle. Es lagen 8 in dem Fach und es hätten, glaube ich, noch 8 übrig sein sollen. Ich kann ja hier mal zurückgehen. Und so sieht man dann seinen Namen. Ich sage, irgendwann ging hier mit meinem Umzug mal etwas durcheinander. Ich habe die jetzt natürlich rausgelöscht, weil ich nicht weiß, wo sie liegen. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt keinen Bock zu suchen. Aber genau, da sind sie, T0202. Ah nee, doch, es sollten 0 übrig sein. Also es waren 10 im Angebot, aber ich habe nur 8. Wahrscheinlich hat er das jetzt schon aktualisiert, weil ich habe ja gerade 6 Stück rausgelöscht. Okay, dann hat er das jetzt aktualisiert schon. Aber es sollen irgendwo hier noch 6 Stück sein. Und ich verstehe dann nicht, wie mir sowas immer mal wieder vorkommen kann zwischendurch. Ich habe schon hier überall mal geguckt, weil das sind ja auch große Plates. Die können jetzt nicht in so einem breiten Fach hier quer drüber liegen. Da passen die ja gar nicht rein. Also eigentlich sollten die auffallen. Das heißt, es kann auch wirklich sein, vielleicht liegen sie irgendwo und ich finde sie irgendwann. Vielleicht habe ich sie auch schon mal rausgegeben und verkauft. Oder halt, was ich manchmal so den Verdacht habe, vielleicht hat auch mal eins der Synchronisationsprogramme in der Vergangenheit auf Brick Owl, dass ich die Platten verkauft habe, rausgenommen habe und der hat das auf Brick Link nicht aktualisiert. Das möchte ich auch nicht ausschließen, dass da ein technischer Fehler oder ein Fehler von mir vorliegt. Aber es lässt sich alles immer klären. Ich habe ja genug Reserven, aber es ist schon verwunderlich. Also es wirkt natürlich im Moment viel, weil ich so viele Bestellungen habe. Ich habe gerade noch mal geguckt, hochgerechnet, von den letzten 45 Bestellungen musste ich bei 3 Bestellungen einen Betrag erstatten, weil was fehlte. Das ist, also es wirkt natürlich, das ist auch das, warum immer alle denken, oder warum man manchmal denken könnte, ja, bei dem Brickcare läuft so gut, aber ich habe garantiert nicht mehr Verkäufe als andere, wahrscheinlich sogar weniger. Es wirkt halt in den Videos komprimiert immer ein bisschen mehr. Wir können ja hier mal gucken. Also es sind immer 50 Bestellungen pro Seite. Und wie viele musste ich was ergänzen? Partial 1, 2. Aber wobei, da habe ich nur die Versandkosten bei einem erstattet. Also das müssen wir nur einzählen, weil der hat ja 2 Bestellungen hintereinander gemacht. Das heißt, von den letzten 50 Bestellungen habe ich mit der jetzt 2 Bestellungen, wo ich was zurückerstatten musste, weil ich die Teile nicht hatte. Und wenn ich dann nochmal eine Seite weitergehe, davor die 50 Stück war es dann mehr. Da waren es 4 von 50 Bestellungen auf der zweiten Seite, wo ich einen Teil zurückerstatten musste. Also 4 plus 2 sind 6. Also 6 von 100 Bestellungen hatte ich wohl einen Fehlteil dabei. Aber das ist nicht so viel, wie es mir jetzt wahrscheinlich vorkommt. Ich finde 6 aus 100 ist nicht viel. Aber ärgern tut mich halt jeder einzelne Fehlbestand. Nichtsdestotrotz freue ich mich über die Bestellung, falls du die Videos siehst. Und irgendwann tauchen wahrscheinlich die 6 Platten, die ich rausgelöscht habe, wieder auf. Die gebrauchten hier, die sehen auch wirklich gut aus. Also da ist so gut wie nichts dran. Ansonsten wären die bei mir nicht im Lager gewesen, sondern aussortiert. Die schicke ich dir mit. Du kriegst, wie gesagt, die Beträge erstattet. Und danke für deine Bestellung. So, Dienstag 17.30 Uhr. Ich wollte jetzt kurz vom Abendbrot schnell eine Bestellung packen, die heute kam. 46 Lots, 19 Items. Und der Jutta hat mir eine E-Mail hinterher geschrieben, dass er die Teile hier vergessen hat, in den Warenkorb zu packen. Das sind 50 Cent. Das ist gar kein Problem, das nachträglich noch zu machen. Die Bestellung ist ja noch nicht so gepackt. Und ich packe jetzt eben die Bestellung, weil Abendbrot ist schon in Arbeit. Und ich möchte aber gerne vorher die Bestellung schon fertig haben. Jo, da ist die Bestellung gepackt und da muss ich einmal ins Licht gehen. Ich habe nämlich so einen Verdacht, die Dinger sollen nämlich beide Dark Grey sein. Und das sah eben so aus. Ja, da sieht man es im Licht ganz eindeutig. Ne, das ist da, wenn man nicht aufpasst beim Einstellen, einer ist Dark Grey, einer Dark Bluish Grey. Jetzt ist natürlich der große Vorteil für mich, normalerweise würde ich jetzt meine Konvolute durchsuchen gehen und gucken, ich habe so viele Minifigurenteile. Ich sag mal, mit 10, 20 Minuten Aufwand würde ich das bestimmt finden, aber es ist ein 7-Cent-Teil. Und ich denke mal, mit den Teilen, die er hier nachträglich hinzufügen wollte, habe ich eine gute Verhandlungsbasis, dass er mir den Fehler verzeihen wird. Und ansonsten hat er hier bestellt einen so einen alten Polizist und einen Torso. Und der Rest, das hier sind die neuen Teile. Da habe ich erst gedacht, was ist das? Wir sind in 2 Fächer, aber das Unterteil des Slopes ist verschieden. Da seht ihr hier mit diesen
Punkt, nenne ich es mal, und mit dem runden, mit der runden Aufnahme und hier mit dieser länglichen Aufnahme. Ansonsten sind die Teile natürlich identisch. Ein Stein, ein paar Plates, wie gesagt, zwei Schippen noch dabei und ein bisschen was Gebrauchtes. Macht sich auf den Weg natürlich auch mit den Teilen, die du vergessen hast. Und vielen Dank, schon die dritte Bestellung von dir. Das freut mich natürlich sehr, wenn Kunden wieder zurückkehren zu mir. Ja, und auch in den nächsten Tag. Jetzt haben wir Mittwoch, mittlerweile schon 20 nach 7, also 19.20 Uhr. Ein sehr verzögerter Start plus ein paar Sprachprobleme. Gestern Abend hat meine Frau noch, während ich das Video, was ich gemacht hatte, hochgeladen habe, hier das Set für mich ausgepartet, das Harry Potter Set. Und dann hat sich leider um 23 Uhr eine meiner Nachtwachen krank melden müssen. Und die war schon die Vertretung für eine andere Nachtwache, die krank ist. Und dementsprechend musste ich dann leider losfahren und hatte dann einen schönen 25 Stunden langen Tag. Hab dann heute bis 15 Uhr geschlafen. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben drei Bestellungen zu packen. Human, 54 Lots, 95 Items. Das kriege ich jetzt eben hin. Danach lade ich das Set hoch und dann entscheide ich mich, bin ich fit genug, eins dieser Sets anzugreifen oder von da oben was. Oder gucke ich einfach nur einen Film und mache morgen weiter. Aber das, ihr werdet das wahrscheinlich schneller erleben als ich. Ich packe jetzt erstmal die Bestellungen und auf geht's. Ja, die erste Bestellung ging ganz schnell. Das war die Brick Owl Bestellung von den drei Bestellungen. Einfach nur 10-mal hier diese Plate. Sehr schön, macht sich natürlich auf den Weg, falls du die Videos die doch anguckst. Vielen lieben Dank. Und die packe ich noch ein in der Tüte und dann kommt die in den Karton. Und dann hoffe ich, dass die auch schnell bei dir ankommen. Aber in letzter Zeit, muss ich sagen, ist die Deutsche Post echt sehr schnell. Ich kriege teilweise Bewertungen von euch und Nachrichten, hey, die Bestellung ist angekommen, wo ich mir denke, wow. Und auch das Konvolut, zu dem ich gestern das Video gemacht habe, er hat es Montag losgeschickt und Dienstag war es da. Also im Moment muss ich sagen, DHL und Deutsche Post, die sind top, top schnell gerade. Hier die nächste Bestellung ging ähnlich schnell, auch jemand, der das erste Mal bei mir bestellt hat. Einmal hier so ein Rad und ein paar Minifigurenteile, Helm mit Visier und so ein Eisstiel, zwei gebrauchte Feuerwehrmänner. Und hier dieser gebrauchte Hut in 10. Und ja, auch da vielen Dank für deine Bestellung. Packe ich auch sofort ein, macht sich auf den Weg und hoffentlich bis zum nächsten Mal. So, 11 Minuten später dann die letzte Bestellung des Abends gepackt. Auch eine sehr coole. Einmal hier so ein Motorrad aus den Stuntsets. Tatsächlich, die verkaufen sich insgesamt nicht häufig, aber dafür, dass ich die Sets so wenig ausgepartet habe, doch immer mal wieder und häufiger, als ich damals gedacht hätte. Ein paar 2x2 Plates und Plate Modifieds, eine ganze Menge Jumper in verschiedenen Farben, ein paar Slopes und hier so ein Trans-Clear-Teil, zwei Schildkröten in zwei Größen, ein paar Minifigurenteile, Körperteile und Utensilien und ein bisschen was Gebrauchtes. Vielen lieben Dank dafür. Ja, ein paar Stündchen später, wir haben gleich 22 Uhr und wir haben noch ein Filmchen geguckt. Ich werde jetzt aber dann gleich auch ins Bettchen verschwinden. Haben viele jetzt, aber ist ja nicht schlimm. Ich wollte jetzt nur noch vorher das Harry Potter Set hochladen. Das habe ich ja dreimal gehabt zum Ausparten. 76432. Relativ cooles Set. Muss mal gucken, meine Frau hat tatsächlich so gemacht, dass man das Counterpiece hat, also mit den Bricks und Plates obendrauf, dass man das hier dran machen kann. Ich denke, so werde ich das Tier auch anbieten. Ich weiß nicht, ich glaube, für eBay aufheben werde ich jetzt nichts. Vielleicht von den Harry Potter Figuren welche, das muss ich mal gucken. Da hat sie die Zauberstäbe dazu gemacht. Warum macht sie denn sowas? Das weiß sie ja eigentlich, dass das nicht so gehört. Aber das ist tatsächlich sogar mal eine coole Hermine-Figur mit hier diesem Gürtel noch dabei. Gut, ich fange auf jeden Fall mal an einzustellen und dann, es wird nicht viele Teile sein, wenn wir Glück haben, kommen wir, was wird das haben, 200 Teile pro Set, 600 Teile, mal gucken. Jawohl, alles verteilt, das ging ruckzuck, von dem Ron und der Hermine habe ich je eine behalten, die Hypogreifen und Testrale habe ich alle drei angeboten und ja, es waren wie erwartet wenig Teile, ich habe jetzt noch am Ende die beiden Tonbricks hinzugefügt. Ich habe gedacht, ich hätte gar keine mehr im Store. Und jetzt sagt er mir, die consolidaten. So entstehen dann Fehler. Deswegen sollte man dann immer mal so ein bisschen gucken. Da muss ich noch mal schauen, wo ich die denn habe. Alles klar, ich habe die also, bevor ich die beiden wieder gefunden habe, tatsächlich noch mal 5 hochgeladen gehabt.
Das heißt, ich habe jetzt natürlich das richtige Remark geschrieben, sonst hätte ich nämlich die 5 Steine, die ich davon habe, das Remark tatsächlich überschrieben. Hätte nächstes Mal vielleicht eine Bestellung gehabt mit 7 Teilen. Hätte in dem Fach nur 2 gehabt, weil ich nicht aufgepasst habe und das überschrieben habe. Und das sind so Kleinigkeiten. Jetzt ist es mir aufgefallen, es wird Situationen geben, da fallen sie nicht vor. Zeta SD0906 ist das Richtige. Eben hätte ich das halt überschrieben gehabt. Wie dem auch sei, haben wir jetzt 486 Items, 50 Lots hochgeladen, 125 Euro wert. Kleiner Upload. Tatsächlich, bei sowas ist natürlich der Vorteil, das ist ja auch was, was viele immer vergessen hier so, weil viele sagen, aber wie schaffst du das mit deinem Job und Pflegedienst noch hier, da, dies, jenes. Tatsächlich, diese 486 Parts und 50 Lots, die ich jetzt ja hochlade, die habe ich ja nicht selber ausgepartet. Das heißt, während ich hier noch im Büro was machen muss und Bestellungen gepackt habe, hat meine Frau dann gesagt, ja komm, ich packe mir das kleine Set eben dreimal, verteile das eben und dann habe ich hier die Bestellung gepackt. Sie hat das Set gestern Abend ausgepartet, danach haben wir noch ein bisschen Serien oder Filme geschaut, sind ins Bett gegangen und heute kann ich das dann hochladen, ohne dass ich die Sortierarbeit hatte. Das darf man natürlich nicht vergessen. Sie arbeitet nicht jeden Tag hiermit, aber sie macht das definitiv oft genug und ist mir auf jeden Fall eine große Hilfe. Genau, Wizard Store. Wir sind dann jetzt, ja, wir sind immer noch leider unter 220.000 Items, 290.530, 9.048 Lots. Aber es waren ja wirklich rasant viele Bestellungen letzter Zeit. Wir sind schon auf 770, also wenn das so weitergeht, erreichen wir die 1.000 vielleicht sogar noch vor dem Herbst. Das wäre schon der Wahnsinn. Und genau, ich würde sagen, jetzt mal aber wirklich Feierabend für heute. Ich muss mal gucken, was morgen ansteht, was ich morgen so schaffe. Ich scanne noch die Anleitungen ein, dass die weg sind. Und dann erstmal ab ins Bett. Jawohl, wir haben Donnerstag. Na, kurz nach Feierabend. Ich habe vorhin in der Mittagspause den Stream für heute Abend vorbereitet und habe dann jetzt das Set, was schon vorbereitet war, den Speed Champion hochgeladen, zudem hatte ich auch ein Video gemacht, da ist jetzt, wie ich gesagt habe, das Part-Out-Value habe ich nicht angepasst, aber es ist stark zu erwarten, dass sich viele der Teile nicht zu dem Preis verkaufen werden, sondern irgendwann, wenn sie ein weiteres Mal von mir ausgepartet werden, dann automatisch reduziert werden, weil sie noch in weiteren Sets vorkommen werden, also viele neue Items einfach drin. Wir haben 1466 Items, 124 Lots, 314 Euro. Wie gesagt, von dem Wert nicht blenden lassen. Guckt euch da gerne meine Analysevideos so an. 49 neue Lots, das ist ordentlich. Und das Wichtigste, wir sind endlich wieder über 220.000 Items. Genau gesagt, 220.996. Ja, Freitagmorgen, gestern den Livestream gemacht. Wir haben 1100 Items in 127 Lots. Die wir packen müssen, auf 2 Bestellungen verteilt. Wir haben jetzt 7.57 Uhr. Ich habe schon ein Käffchen da. Ich habe um 9 Uhr meine Schulung. Die beiden Bestellungen werde ich locker vor der Schulung packen, solange da nicht irgendein Fehlbestand ist. Und dann wollte ich versuchen, die Schulung hat ja immer mal so ein bisschen Pausen. Und hier ist echt Chaos, dass ich endlich mal wieder hier Ordnung reinkriege. Als ich umgezogen bin, sah es noch so gut aus. Jetzt ist schon wieder schlechter geworden. Aber naja, da müssen wir auf jeden Fall durch. Und dann, ja, nebenher müssen wir dann gucken, dass wir das alles so ein bisschen hinkriegen, ne? Oh, da war es gerade ganz kurz auf Hochkant. Die erste Bestellung ist vom lieben Fox, Fox G. Der war gestern im Livestream noch da beim Heidelberg zu mir, hat gesagt, ey, ich habe heute sogar bei euch bestellt. Und ja, seine Bestellung, schon seine 5. bei mir. Vielen lieben Dank an dich, wirklich. Ich freue mich da wirklich immer sehr drüber, wenn ich eure Namen lese von den Leuten, die schon öfter bei mir bestellt haben. Haben wir gestern auch im Live drüber gesprochen. Das ist schon ein schönes Gefühl in der E-Mail, wo dann die Notification zu der Bestellung kommt, einen Namen zu lesen, den man schon öfter gelesen hat, weil das zeigt ja, dass man trotz der vielen kleinen Fehler, die ich ja immer wieder einbaue, die ich aber ja auch nicht verschleier, ne? Also ich könnte ja auch immer so tun, als wäre hier alles gut und jede Bestellung passt, aber nee, leider habe auch ich mal ein Zahlendreher drin, dann finde ich das Teil nicht. Erinnern wir uns die 10x4 Bricks, die ich dann 3 Wochen später wiedergefunden habe. Oder ich habe vor 2 Tagen vom lieben Fabi, du super netter Kunde, hat mir geschrieben, ey, du hast bei mir leider anstatt, ich weiß nicht, anstatt 20 Arches, waren nur 19 Arches dabei.
Ich verzähle mich, ich tippe mal was falsch ein. Vielleicht packe ich auch manchmal zu hektisch und mir fällt mal so ein 1x1-Ding runter. Das ist nie böse gemeint und das habe ich auch immer gesagt. Irgendwann werde ich auch mal zu Recht eine neutrale oder negative Bewertung bekommen, weil ich mal was vergessen habe. Und das ist dann so. Das ist hier in diesem Business einfach so. Dass es sehr fehleranfällig ist. Aber jetzt quatsche ich schon wieder zu lange. Ich habe gleich Schule. Ich lege mal los mit Bestellung packen. Heute Morgen, die Jungs haben sich die beiden Segelboote angesehen. Das ist ja das alte Ideas-Segelboot und das ist ja das, was ich letztens verkauft habe. Die wollen sie jetzt bald mal aufbauen und dann überlegen wir wirklich am Strand so einen kleinen Steg zu bauen und vom Steg rechts und links eine Mini-Marina, ne, mit zwei Segelbooten. Da können wir immer noch drei Delfine ins Wasser mit einbauen. Ist ja auch nicht so schlecht. Jawohl, die Bestellung ist gepackt. 33 Sekunden pro Lot, hat ein bisschen länger gedauert, weil ich einmal in den Keller musste. Davon hatte ich nur 12 da. Er hat 14 bestellt von den Gebrauchten. Aber ich habe in meinem Sortierbereich in der ehemaligen Werkstatt ja so viele Sachen noch. Deswegen war das, ist das meistens kein Problem. Ansonsten alles da. Die drei Kästchen hier sind alles Gebrauchteile in ganzer Menge. Technik-Pin, Plates, viele von diesen Grill-Tiles, Technik-Pins. Hier sind die Neuteile, ein paar Clips, Technikteile. Hier sind noch ein paar Achsen, hier noch Pins, hier noch ein ganzer Haufen Pins. Schöne Bestellung, sehr viele Technikpins, auch hier werden gebraucht noch dabei. Aber das ist ja auch gut, wenn die mal weggehen. Ich parte ja nicht viel Technik aus, aber ich habe ja hier oben noch zweimal den 42136 stehen. Der wird ja auch noch irgendwann ausgepartet. Dann füllt man ja auch immer wieder die Pins auf und die müssen ja dann auch irgendwann mal weggehen. Und ja, die packe ich jetzt eben ein, drucke das Etikett und dann mache ich vor der Schulung noch die zweite Bestellung. Ja, und dann die nächste Bestellung, die ist vom Jan und der hat geschrieben: Moin, es geht weiter mit der Feuerwache. Oder Feuerwehrwache. Sehr cool. 713 Items in 98 Lots. Ich werde die Bestellung wahrscheinlich nicht fertig kriegen bis zur Schulung. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil ich habe gerade noch ein kleines bisschen gefrühstückt und wir haben jetzt schon halb und musste dann für die Arbeit noch zwei, drei E-Mails beantworten, wie das halt so ist. Aber das Schöne ist ja, wir haben ja hier den Pauseknopf. Ich kann das Programm, das Tool einfach offen lassen gleich. Und da ja die Schulung heute im Homeoffice stattfindet, kann ich halt jederzeit hierzu zurückkommen. Ja, und der Jute baut eine Feuerwehrwache und auch da wieder sehr schön. Also ich sag mal, das wichtigste Mal, wo die Leute zu mir wiederkommen, ist ja das zweite Mal, weil dann habe ich beim ersten Mal was richtig gemacht. Wie eben schon gesagt, ich freue mich wirklich über absolut jeden, der bei mir bestellt und das ob ein, zwei oder 10 Mal ist egal, ob 100 € oder 10 € ist mir auch egal. Ich habe einfach Spaß, Bestellungen zu packen, 2, 4, 6, 8, 10 und natürlich dadurch, dass die beiden mir jetzt, 1, 2, 3, 4, 5, die beiden mir jetzt über 1000 Teile weggenommen haben, in Anführungsstrichen, habe ich natürlich in meiner Challenge, endlich Richtung 500.000 Teile zu kommen, wieder ein bisschen mehr zu tun. Und das ist wirklich ein Uphill-Battle und je nachdem natürlich, wie sehr ich beruflich eingebunden bin, an manchen Tagen sehr, sehr schwer, da mitzuhalten mit den Bestellungen. Aber es ist, ja, es wird noch eine Weile dauern, bis wir das Ziel erreichen. Aber das ist ja nicht schlimm. Ohne die Bestellungen könnte ich auch nichts nachkaufen. Ne? So ist das ja auch. So, und alles in allem kriege ich ja doch immer einen kleinen Vorsprung wieder hin. Ne? Also ich werde jetzt, wenn ich hier einen der großen Part-outs die nächsten Tage mal wieder mache, dann werde ich ja auch ganz, ganz sicher mich vielleicht mal, also ich muss jetzt mal versuchen, mich so auf 225.000 zu etablieren. Und ich kaufe ja im Moment weniger, als ich einnehme, weil ich immer noch so ein bisschen aufs Legoland spare. Und wenn ich das wirklich noch dieses Jahr schaffen sollte, spätestens dann sollte man ja die 250.000 erreichen und auch halten können, weil wir dann da ja wirklich einen Großeinkauf machen müssen. Und wo ich jetzt hier so gerade packe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dabei ein bisschen rede, fällt mir ein, wisst ihr, was wir lange nicht mehr gemacht haben? Wir haben super lange kein Pablo, also Picking a Bricklink Order gemacht, wo ich dann so ein paar Fragen von euch sammle. Und hänge ich mir die Kamera um und ihr fragt mich Dinge und ich beantworte sie dann in so einem Video.
Das können wir gerne mal wieder machen. Ich weiß, der Discord hat dieses Format so ein bisschen zerstört, weil einfach alle Fragen oder die meisten Fragen im Discord beantwortet werden. Nichtsdestotrotz gerne, vielleicht mache ich da auch nochmal so einen Community-Aufruf. Da werden wir doch mal zwei oder drei Fragen für so ein Pablo-Video zusammenbekommen, oder? Da gehe ich doch stark von aus. So, jetzt aber durch das Quatschen, wie immer, verlängert sich bei mir ja die Pickzeit. Das heißt, es wird noch knapper für mich, vor der Schulung fertig zu werden. Das hatte ich mir schon fast gedacht. Aber zur Not pausieren wir das, machen das gleich weiter. Ich melde mich dann auf jeden Fall gleich, wenn ich die Bestellung fertig habe, wann auch immer das heute sein wird. Und bedanke mich dann jetzt hier nochmal. Oh, das sieht nicht gut aus. Doch, es sind 8 Stück. Die waren so übereinander. Ich habe erst gedacht, oh Gott, das sind ja nie im Leben 8, aber es sind 8. Ich muss vielleicht wirklich mal so eine Art Inventur machen, um Fehlbestände zu vermeiden. Aber das ist halt einfach so viel Arbeit, ne? Das muss man einfach zugeben. Bin ich mir nicht sicher, ob ich das wirklich machen möchte. Gut, bis gleich. So, hier an dem Punkt pausiere ich jetzt, weil ich an ein kleines Problem gekommen bin. SD0237 in dem Fach sollen 5 schwarze 1x12 sein. Es sind nur 3. Das habe ich alles schon gepackt. Schöne Bestellung bisher. Ich habe 54 von 98 Slots. Ein paar Sachen habe ich schon eingeschweißt. Aber um das Problem kümmere ich mich dann später und da werde ich gucken. Entweder vielleicht 1x12 Plates schwarz. Ich hoffe, ich finde die dann gleich noch irgendwo. Meistens ist es ja so, dass man sie in die Nachbarschublade packt oder in den Zahlendreher oder was, wenn man mal nicht aufpasst. Ich werde gucken. Ich werde gucken und die hoffentlich finden. Und wenn nicht, dann mache ich das wie letztes Mal und versuche, 2 Gebrauchte reinzulegen und ersetze die Kosten. Wir werden sehen nachher, aber erstmal habe ich dann jetzt ein bisschen was anderes zu tun. Ich hatte schon Gebrauchte angefangen rauszusuchen, aber ich habe sie gefunden. Sehr schön, damit haben wir alle 5. Bop. Und ich bin nichtsdestotrotz jetzt noch nicht am Weiterpacken und ja, die Kurse, die machen ja immer mal so eine kleine Raucherpause zwischenher. Das nutze ich jetzt zum Aufräumen. Gehe immer mal wieder dann auf Arbeit auf den Server drauf und gucke mir E-Mails an oder plane schon mal für nächste Woche was, wie das dann halt so ist. Und vor allem, ich muss ja aufräumen. Oh Gott. Aber ja, heute ist tatsächlich ein wichtiges Thema in der Schulung. Immerhin ist das Wetter echt schön. Aber heute ist ein Thema, wo ich auch schon viel mitgeschrieben habe dann im Word, weil das für meine Prüfung sicherlich relevant sein wird später. Ja, die Bestellung ist gepickt. Einen kleinen Bestandsfehler hatte ich, allerdings mit einem guten Ende. Er hat 6 bestellt, 1 sollte übrig bleiben. Ich hatte aber nur 6 im Fach. Das eine konnte ich dann rauslöschen, habe dann dementsprechend die Stores nochmal synchronisiert. Ich habe 20 Sekunden pro Lot gebraucht, hier steht es 33 Minuten, aber tatsächlich hat die Bestellung jetzt insgesamt ein paar Stunden gedauert, aber Hauptsache, du kriegst deine Teile für deine Feuerwehrwache. Ich war gerade am Überlegen, ich glaube, diese 5 Sets waren auch aus diesem Ender-Minecraft-Set, was ich geholt habe. Diese 5 Plates, 55 Cent das Stück, finde ich relativ teuer, da war ich ein bisschen überrascht von. Seitdem der gute Oswald Briggs hier die Preise eingeblendet hat, wundere ich mich häufiger über Preise. Das ist natürlich nicht alles. Hier ist schon ein bisschen was ich schon eingeschweißt habe. Die Bestellung ist extrem teuer, obwohl sie keine Minifiguren hat, einfach weil sie super viele Fliesen hat. Also hier haben wir schon 3 Ziploc-Beutel mit Fliesen. Hier sind nochmal 3 Fächer mit Fliesen und halt auch ein paar Plates dabei. Genau. Eine Bestellung kam in der Zwischenzeit noch, die packe ich jetzt auch noch. Dann werde ich auch meinen Vlog beenden, weil es ist herrlichstes Wetter hinter dem Rollo. Und Leon hat heute einen Freund dabei, dann machen wir heute Abend schön Lagerfeuer mit Stockbrot. Und ich denke mal, dann wird heute auch nicht mehr viel passieren. Außerdem ist der Vlog wie immer schon mehr als lang genug. So, und ganz schnell die letzte Bestellung des Vlogs. 96 Artikel, 20 Lots und dann muss ich auch einkaufen. So, die Bestellung ist gepackt. 18 Sekunden pro Lot, 6 Minuten. Das ging relativ zügig. Wir haben ein paar Transclear-Teile, ein paar Plates. Hier von der Minifiguren-Serie mit dem Steckenpferd damals. Diese ganzen Verbindungselemente, alle 11 Stück, die ich davon im Shop hatte. Eine Plate. Mal wieder dieser Gecko. Ich weiß nicht. Ich parte ja öfter mal Friends aus, öfter als mir lieb ist. Und ständig kommt hier der Gecko raus. Den habe ich schon sehr oft verkauft jetzt. Eine so eine Alistair Moody Statue, dann ein ganzer Haufen gebrauchte Teile, diverse. Habe ich auch lange nicht mehr hochgeladen, weil ich einfach nicht mehr dazu kam.
Und dann zwei von diesen Skrull-Torsos hier. Die finde ich tatsächlich auch ganz cool. Habe ich auch noch ein paar von. Und hier dieser Kopf, der mir auch sehr gut gefällt. Genau. Und das war dann jetzt das Ende vom Vlog für diese Woche. Dann habt ihr am Wochenende schön was zu gucken, ne? Und ich bringe die Sachen jetzt zur Post, gehe dann einkaufen und bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche euch ein schönes Wochenende und mal sehen, vielleicht hören wir uns ja noch mit irgendeinem anderen Video, wenn ich spontan doch nochmal Zeit habe, auch am Wochenende.